Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr schon wisst, müsst ihr, damit ihr weiterhören könnt, vorher 5 Sterne auf Spotify und iTunes geben. Das habt ihr jetzt hoffentlich gemacht, weil sonst würdet ihr es ja nicht hören. Ihr könnt uns Geld auf Steady und Patreon geben. Das könnt ihr natürlich sehen, wie das genau funktioniert auf der Webseite, beziehungsweise in den Shownotes. Da gibt es irgendwie einen Link, da klickt es drauf und dann sagt es 1 bis 1.000 Euro pro Monat möchte ich bitte gerne zahlen und dann drückt es irgendwo auf Ja, ich will, zeichnet mit Blut und wir sind alle glücklich. Wenn ich glaube, die Option für 1 Euro gibt es nicht wirklich. Die wird nicht wirklich akzeptiert und darf man auch nicht weiterhören. Na, es macht eigentlich tatsächlich wenig Sinn. Also viel ist besser, weil wenig hat gleich viel Gebühren wie viel. Das heißt, wenn ihr uns viel zukommen lassen wollt und wenig dem, derjenigen, der das abwickelt, dann müsst ihr uns auch viel geben. Ja? Also, man würde der Wirtschaft helfen. Fangt einfach vierstellig an und ihr macht definitiv nichts falsch. Richtig. Und wenn ihr jetzt aber sagt, nee, ist alles blöd, ihr könnt uns auf alle Fälle auf Instagram und auf Facebook folgen und Dinge teilen und ihr könnt auf TikTok reinschauen und uns dort folgen, das ist total gut, da sind wir total aktiv und voll freaky Influencer. Und auf Strava seht ihr, was wir so trainieren und das ist genau die Überleitung, die wir brauchen, zu trainieren, weil mittlerweile muss ja AI trainieren. Und das Zauberwort in der ersten Folge von Peter Groß Trainer war ja Grundlagentraining. Das ist ungefähr genauso spannend wie in Kellermauern in einem Haus. Das muss man machen, aber es schaut noch nichts aus. Es ist ziemlich dreckig und Spaß machen tut es auch nicht. Ich hoffe, dass dieser verdammte Keller und dieses Fundament jetzt gelegt ist. Damit ich das aber erfahren darf, habe ich nicht nur den Flo hier bei mir links im Bilde und im Ohr. Hallo Flo. Servus. Sondern wieder mal den Schinder von Biesenberg, quasi den Hagenbrunner Schleifer, unseren Trainer. Grüß dich. Wunderschönen guten Tag. wie haben wir es? Ja, danke der Nachfrage. Gut, wie immer. Du lächelst so hervorragend. Am Tag der Aufnahme jetzt da steht in meinem Terminkalender drinnen Bergsprints und dann hinten noch Ausradeln. Also, wie kann es mal besser gehen? Es ist ja, so wunderbar. Ich hoffe ja immer noch, dass ich das Training so hinkriege, dass es dir gleich viel Unbehagen bereitet wie mir. Aber du kannst dir zumindest sicher sein, dass dein Unbehagen unser Entertainment ist. Also da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Wenigstens was. Du schaust dir ja meine ganzen Daten an, immer wieder mal, und tragst dann ein, was ich tun soll. Ja. Genau. Was lässt sich aus den letzten Wochen, weil jetzt sind es ja schon einige Wochen, herauslesen? Wie glücklich bist du? Ja, ich bin durchaus glücklich, muss man sagen. Also du machst dich. Es schaut ganz gut aus. Du bist wirklich konsequent dabei. Das freut mich, ja. Wer hätte das erwartet? Ja, da muss ich nämlich kurz einhaken. Mein Eindruck ist, er ist sogar noch konsequenter als ich. Also er hat ja schon öfters über mich abgelästert. Und wir waren an irgendeinem Mittwoch, waren wir gemeinsam laufen und da stand Nüchternlauf drin. Und das, weil da die Bergziege auch noch dabei war, waren wir erst zum Mittag laufen und hat echt bis zum Mittag nichts gegessen, weil drinnen gestanden ist Nüchternlauf, also lauf dann nüchtern. Wo ich auch gesagt habe, also da hätte ich schon drauf ein bisschen, auf das hätte ich schon pfiffen und hätte halt zumindest noch früher ein bisschen was gegessen. Aber nein, da steht Nüchternlauf drinnen, er läuft ja nüchtern. Ja, das haben wir ja eh korrigiert, diesen kleinen Fauxpas. Man kann es natürlich auch übertreiben und das macht natürlich keinen Sinn, bis Mittag sich da so durchzuquälen, würde ich nicht empfehlen. Ja, also bei aller Liebe zum Fettstoffwechseltraining, das muss nicht sein.
Okay, naja, ich war mir ziemlich sicher, dass es genau so passieren wird. Weil wenn ich Training mache, dann halt gescheit. Ja, aber wenn es in der Früh nicht ausgeht, also die klassischen Nüchternläufe sollte man in der Früh machen, dann kriegt man es schön unter. Aber sie durchquälen bis Mittag, nur damit es ein Nüchternlauf ist. Ja, nein, das, ja, war, das war ja auch so nicht das geplant. Das muss nicht sein. Ja, also wenn es sich nicht ausgeht zeitlich, dann ist es halt in dem Fall kein Nüchternlauf. Ja. Du bist ja da eh auch, was die Zonen betrifft, eh auch durchaus lernwillig, sage ich jetzt einmal, ja, und bemühst dich da eher im Fettstoffwechselbereich dann oder im Grundlagenbereich zu arbeiten. Fettstoffwechsel, ja, ist ja immer dabei, aber wir trainieren natürlich am besten erstens mal nüchtern und natürlich in niedrigen Intensitäten. Da habe ich auch gleich direkt eine Frage, weil jetzt da habe ich mich schon mehrfach mit Menschen unterhalten, die mit dieser Lauferei Geld verdienen. Also mit sogenannten Profis. Und bis auf eine Person dabei haben alle gesagt, na, eigentlich schauen sie nicht auf einer Herzfrequenz, sondern wenn da steht lockerer Lauf, dann laufen sie halt locker. Sie zeichnen es zum Großteil nicht einmal mit auf. Und ja, die Zeiten sind auch so, werden halt manchmal mitgetrackt, aber oft halt auch nicht. Mhm. Und wir machen es ja wirklich quasi, wenn du mir reinschreibst, Zone, weiß nicht, 2, dann ist das 131 bis 139. Und wenn ich auf 142 umeinander gurk oder 143, ja, dann kriege ich Schimpfer. Na, die Frage ist halt immer, wie gut ist dein Körpergefühl? Ja, dass du das wirklich einschätzen kannst, ob das jetzt ein aerober Grundlagenlauf ist oder nicht. Ja, und wenn es eben zu intensiv ist, dann hat das halt hinten raus Nachwirkungen. Ja, das ist die Problematik, die ich halt sehe. Wenn du zu intensiv trainierst, dann wirst du die Umfänge zum einen nicht schaffen, die auch noch kommen werden. Was meinst du mit hinten raus? Meinst du hinten raus mit in der den Woche kommenden oder Trainings in der, oder, genau, mit, oder beim Lauf, ja, hinten raus? Na, die kommenden Trainings. Okay, okay, das heißt dann, ja, zu viel Ermüdung. Genau. Okay. Das zum einen. Und natürlich ist Ökonomisierung das große Stichwort, um das es ja hier auch geht, gerade im Ultrabereich noch umso mehr. Und Ökonomisierung findet halt unter anderem am besten wirklich im Low-Intensity-Bereich statt. Ja, und genau deswegen machen wir in unserem Fall einen Laktattest oder auch von mir aus eine Spiro, einfach eine Einschätzung der aeroben Schwelle, um zu wissen, wo sind wir denn da konkret und in welchem Bereich sollten wir uns optimalerweise bewegen, um eben eine bestmögliche Ökonomisierung vom Gesamtmetabolismus auch, ja, stattfinden zu lassen. Ja, in also der wirklich Zelle. Okay, aber das heißt noch nicht Ökonomisierung im Sinne von gescheit laufen, weil das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Genau. Weil, ja, dasselbe Tempo, ja, ja, kannst du ja quasi völlig, völlig unökonomisch dahergaloppieren oder du hast quasi eine gute Lauftechnik, ja, und du hast, ja, einen ökonomischen Schritt auch noch. Ja. Also das ist wahrscheinlich dann der zweite Ansatzpunkt. Genau, oder? Das wäre der zweite Ansatzpunkt. Wobei ich aus meiner Erfahrung heraus da eher dazu tendiere zu sagen, okay, die Leute, die am Trail oder am Berg unterwegs sind, doch automatisch eher eine schönere Effizienz haben aufgrund, dass eben, man ratet ja auch immer wieder den klassischen Straßenläufer, dass sie vielleicht ein bisschen mehr hügelig unterwegs sein sollen, ja, um eben Schrittfrequenz reinzubekommen oder auch im Kräftigungsbereich zu arbeiten und dadurch die Effizienz auch zu steigern. Ja. Also ist aber, die Lauftechnik, ja, quasi, ist die Lauftechnik, dass du ökonomisch laufst, eher beim klassischen Marathon-Straßenläufer wichtig. Weil der halt einfach denselben Schritt
Was da nicht? Ist halt die Fehleranfälligkeit. Ja, ich finde, die Fehleranfälligkeit ist dort halt eher gegeben. Ja, wenn du flach läufst, als wenn du hügelig oder am Berg unterwegs bist, weil sich das da eher automatischer einschleift, ja, dass du ökonomisch unterwegs bist. Auf Bergen also musst du ja zwangsläufig irgendwie auf deinem Schritt achten, weil ja dadurch, dass der Untergrund sehr, sehr variabel ist, du ja nie davon ausgehen kannst, dass der Untergrund einen Schritt weiter genauso ist wie davor. Auf der Straße kannst du das im Endeffekt ausblenden, musst dem auch nicht wirklich Aufmerksamkeit schenken. Und ich glaube, deshalb als Trailläufer, allein von dem her schon, bist automatisch etwas sensibler dem Untergrund gegenüber und wie du auftrittst. Ja, da ist vielleicht die Lauftechnik ist da wahrscheinlich eher gemeint mit, wenn du bergauf laufst, dann lauf lieber links, rechts, als dass du einen großen Schritt machst, also mach lieber kleine Schritte und wenn du bergab laufst, also da ist die Bergablauftechnik im Sinne von, wie laufe ich bergab, ohne dass es mich irgendwie am Zinken prackt, wichtiger als wie schaut der Schritt dabei aus. Auf alle Fälle, ja. Und ich wollte nochmal zum Profi einhaken. Ich hätte jetzt gefühlt geantwortet, wenn ich der Trainer gewesen wäre. Ich glaube auch, der Unterschied ist, warum die das mitunter auch nicht mehr brauchen, wenn ich jetzt einen Walter oder sowas hernehme. Der trainiert seit Jahrzehnten. Der ist auch mittlerweile auf einem Level, wo sich jetzt, sag ich jetzt mal, auch nicht mehr so viel tut. Also der muss wahnsinnig viel Aufwand treiben, um wirklich ganz, ganz kleine Veränderungen noch herbeizurufen. Das heißt, der kennt seinen Körper einfach in- und auswendig. Im Gegensatz unser Eins, mittlerweile trainiere ich auch schon seit 5-6 Jahren, aber im Vergleich zu einem Walter ist das 2 Minuten. Wir haben dieses Körpergefühl nicht und bei uns tut sich noch ein bisschen mehr und deswegen ist da, glaube ich, wichtiger, genauer hinzuschauen versus ein Profi, der das seit 20 Jahren macht oder so. Naja, ich habe es interessant gefunden deshalb, weil das ist der Athlet oder die Athletin selber nicht braucht, ist ja okay, oder während dem Training nicht braucht, okay. Ich finde es nur spannend, dass es viele Trainer auch nicht, dass die zwar mit beim Training von mir aus mit dem Radl mitfahren oder mitlaufen oder was auch immer, aber dass die Daten gar nicht erhoben werden. Das finde ich spannend. Ja. Da gibt es offenbar manche Trainer, die da sehr datenaffin sind, vor allem wenn sie remote arbeiten, aber dass Leute, die quasi bei jedem Key-Training oder bei vielen Trainings einfach vor Ort sind, dass die eher schauen, wie schaut die Person gerade rein, wie ist die Atmung, wie ist der Schritt und die Herzfrequenz zum Beispiel wurscht ist. Wundert mich. Das wird aber auch ein Gefühl sein, der kennt wahrscheinlich auch schon, der weiß doch schon ungefähr. Und sind wir sich ganz ehrlich, ob du jetzt 139 oder 141 laufst, das ist ja nicht so, dass das bei genau 139 komplett umschlägt. Das ist ja auch alles ein Übergang. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so super, super wichtig. Meine Rede. Was sagt da ein Trainer dazu? Das ist vollkommen korrekt, lieber Flo. Aber wir haben halt unsere Zonen und irgendwo ist halt die Zone zu Ende. Ja? Und wenn du halt, also nicht am Beispiel, wenn die Zone bei 140 Pulsschlägen zu Ende ist und dann eine Zone beginnt, in der wir uns nicht bewegen wollen und du bewegst sie dann halt minimal in dieser Zone, dann poppt es natürlich in der Statistik raus und natürlich nicht so tragisch, aber ich weise halt trotzdem immer gerne darauf hin, um noch mehr Bewusstsein zu schaffen, dass man halt selber eben nochmal drauf schauen soll. Natürlich, und ich glaube, es ist auch nicht gut, immer am obersten Ende der Zone zu trainieren. Es macht durchaus ja mal Sinn, dass du auch im Grundlagenausdauerbereich weiter unten trainierst oder in der Mitte trainierst, weil das halt andere Reize setzt. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, das macht definitiv Sinn. Das macht überhaupt aber keinen Sinn. Aber ich sage nur, wenn man sich ganz ehrlich sind, ist es halt jetzt Datenspielerei, warum jetzt ein großer Unterschied zwischen 139 und 140. Für den Körper ist jetzt wahrscheinlich so semi-wichtig. Es geht halt, am Ende des Tages geht es immer um die Belastungsverträglichkeit. Ja. Zum einen Bändersehnen, Kapselapparat und so weiter. Und zum anderen herz-kreislauf-technisch, wie sehr beansprucht ihr das und wie sehr bist du dann eben in der Lage, das weitere Programm qualitativ abzuspulen. Ja? Da gilt es halt darum, deswegen drauf zu schauen. Natürlich. Momentan ist es ja so, dass wir wirklich die letzten Wochen oder 1,5, 2 Monate
sind die Trainings, ich meine, super, super, Ausgleichs-Stabi-Training, Gewicht, hurra und so. Man, ich frage mich bis heute, warum ich Schultermuskeln zum Laufen brauche, aber das ist eine andere Geschichte. Mag man mir mal in einer ruhigen Sekunde erklären, weil ganz ehrlich, wenn es mir so schlecht geht, dass ich die Schultern zum Laufen brauche, dann bin ich eh schon am Zahnfleisch unterwegs und nicht im übertragenen Sinn, sondern im bildlichen Sinn, also tatsächlich. Naja, aber wenn du mit Stecken herumlaufst und da bergauf Dings, das machst du auch nicht mit dem Spatz, oder? Nicht. Du nicht? Also ich habe mir gedacht, du hast die Stecken in der Hand. Nein. Was glaubst du, ob die erschlafen haben? Dann möchte ich bitte bei mir ein Foto davon haben. Also, die Sachen sind schon dabei. Ja. Wenn du schon von der Schulter bzw. in das Krafttraining hineingrätscht, ja, Schulter brauchst du natürlich nicht nur für die Stecken am Berg, wenn du bergauf hatscht, sondern kurz ausgeholt. Schultergürtel, ein zentrierter Schultergürtel unterstützt deine ordentliche Aufrichtung, ja, unterstützt deine neutrale Wirbelsäulenposition. Was ist eine neutrale Wirbelsäule? Genau, da haben wir auch kurz drüber gesprochen bzw. geschrieben. Ja, wichtigste Übung, bekannte Übung, die Kniebeuge. Ja, aber auch sonst brauchst du eine neutrale Wirbelsäulenposition. Das heißt, BWS, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule ist in einer Mittelposition zentriert, also eine aufrechte Position. Und du stabilisierst über die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule einen geraden Rücken, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Also du meinst jetzt nicht neutral im Sinne von links, rechts, sondern vorne, hinten neutral. Okay. Ja, links, rechts. Ja, links, rechts wäre schief. Links, rechts kann ja auch nicht neutral, sondern schief sein. Aber du meinst jetzt nicht die links, rechts. Ja, du wirst dich kaum bei einer Kniebeuge auf die Seite beugen, ne? Sondern schaust, dass du aufrecht stehst. Beim Peter habe ich gelernt, niemals nie zu sagen. Naja, wenn jetzt ein Fuß oder irgendwas bei mir stärker ist oder sonst irgendwas, kann es ja sein, dass ich bei der Kniebeuge einfach mit dem Fuß auch schon weiter oben gehe und einfach so schräg, also jetzt bei der Kniebeuge selber vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt da ein Gewicht am Langhantel hinterm Kopf habe, dass ich dann einfach schräg nach unten gehe. Ja, na, es geht eigentlich darum, ein Hohlkreuz zu vermeiden oder einen Rundrücken zu vermeiden und in der Position die Wirbelsäule neutral steht. Okay. Ja. Und dafür ist eben Voraussetzung, eine mobile Brustwirbelsäule, mobile Lendenwirbelsäule und natürlich auch zentrierte Schultergürtel. Und deswegen wird das auch, um vielleicht einer Frage vorwegzunehmen, warum muss ich Oberkörper trainieren als Läufer? Das ist halt einer der Hauptgründe, um dann irgendwann, wenn ich mobil genug bin, eben auch lastenorientierte Kniebeuge auszuführen, um Bandscheiben zu stärken, unter anderem Beweglichkeit zu fördern und. Ja. Also das heißt, der Krempel bleibt uns erhalten. Ja, auf alle Fälle. Super. Ich im Gegensatz dazu bin da begeistert davon. Für mich könnte es sogar ein bisschen mehr sein. Und es ist schon notiert. Flo, kommt halt noch ein Beweglichkeitsdefizit dazu, an dem man halt noch speziell auch. Und du redest jetzt nicht vom Homeoffice. Ja, genau. Beweglichkeitsdefizit durch Karenz und Homeoffice. Ja, obwohl das Karenzdefizit habe ich ja schon hinter mir gelassen. Ja, das stimmt. Aber bis jetzt, wenn ich jetzt mal die Trainings sonst so anschaue, besteht eigentlich so eine Standardwoche oder eine der letzten Wochen aus lockere Dauerläufe, mehr oder weniger lang, plus irgendwo einen langen Lauf, ob das jetzt der Berg ist oder nicht, also irgendwas mit Höhenmeter normalerweise, und einmal diese Bergsprints, beziehungsweise diese Muskelaufbaudinger. Über die Muskelaufbaudinger haben wir schon geredet, letztes Mal, bei der Grundlage. Die Bergsprints sollen quasi die Muskeln auch quasi triggern, quasi, dass sie Gas geben,
und dass die Herzfrequenz nach oben schießt, kurzfristig auch, und also dass man es 10, 15 Mal hintereinander gleich kann. Genau, und auch die neuronale Ansteuerung von schnelleren Muskelfasern, dass die auch nutzen kannst, ja, falls du es einmal brauchst, was du ja ganz gerne machst, aber Zielsprints oder muss ich nicht, Start, gerade einbildest, dass du irgendwen überholen musst. Ja. Und jetzt da haben wir das erste Mal drinnen gehabt, einen Schwellenlauf. Wofür ist der dann gut? Genau. Da ist mehr oder weniger in unserem Fall eh nur eine Erweiterung von den vorherigen Muskelausdauer-Workouts. Da wäre es halt das Ziel, an der Schwelle möglichst viel Zeit verbringen zu können. Welche ist meine Schwelle? Das habe ich nicht verstanden, weil da steht Z3-Schwelle. Ist es die Schwelle von Z3 zu Z4 oder wo ist es die Schwelle? Genau. Also die Rückmeldung hat mir gesagt. Ja, woher weiß ich das, welche das ist? Du laufst einfach in Zone 3. Aufgrund deines letzten Laktattests haben wir das herausgefunden. Ah ja. Und welche ist das? Zone 3, steht ja eh dort. Ja, eine Zone ist eine Zone und eine Schwelle ist eine Schwelle. Du tragst ja deine Frau, wenn du das heiratst, auch nicht über die Zone. Doch. 160, Herr Kollege, 160. 160 ist die Schwelle, okay. Ja. Ja, das ist blöd, da war ich drüber. Deswegen hast du wahrscheinlich gesagt, langsamer bergauf. Da warst du etwas drüber, ja. Im Prinzip, wenn du es, was halt bei dir zukommt, ist, dass du aufgrund deiner Vergangenheit oder auch deiner Art und Weise, wie du laufen lebst, halt sehr intensiv immer unterwegs warst und dadurch sehr, ja, viel offenbar VO2 Max mitbringst oder Kapazität im oberen Bereich. Und das werden wir gemeinsam herausfinden, wie gut es darum bestellt ist. Trotzdem, also du hast ja das trotzdem absolviert und es war auch nicht allzu anstrengend. Du hast da eine 7 von 10 vergeben für 4x12 Minuten im Schwellenbereich, den du halt gesprengt hast, etwas. Ich habe versucht, ich habe ja eigentlich in dem Fall, ich war ein bisschen zu hoch von der Herzfrequenz, glaube ich. Ich war immer so bei, genau. Im Durchschnitt war ich nämlich bei 162, glaube ich, statt bei 160. Aber ich habe halt wieder. Das sind dann Nuancen, wie gesagt. Aber zum Teil bin ich halt auf 170 raufgegangen. Ich meine, das Gelände ist halt unterschiedlich. Und was ich merke halt mit diesen Zonen, was mir halt ein bisschen am Nerv geht, das ist, dass ich die ganze Zeit auf die Uhr schaue. Aber das, was ich ja gemeint habe, wenn es unterschiedlich steil ist, weil das ist mühsam halt. Ja. Aber du kriegst relativ schnell ein Gefühl dafür. Also ich habe das dann auch irgendwann gewusst, dass ich gewusst habe, wenn ich so atme, dann bin ich schon ungefähr dort, wo ich sein muss. Aber das kriegst du halt nicht von 2 Monaten oder zweimal das Ding machen. Ja. Und genau darum geht es halt bei diesen Schwellen, geht es eben darum, ein Körpergefühl zu entwickeln. Wie lang kann ich an meiner Schwelle arbeiten, ohne dass ich blau wäre? Ja? Ganz simpel ausgedrückt. Kann der Anstieg sein, dass ich das auf meiner Schwelle laufen kann? Beziehungsweise dann in weiterer Folge, wie lang muss der Abstieg sein, dass ich wieder wiederholen kann? Ja? Ja, bei mir, was ich versucht habe, war ja, dass ich, also zum Erklären, was ich bei dem Training gemacht habe, also das Training hat ausgeschaut, einlaufen 4-mal an 6 Kilometer oder 1,5 Kilometer bergauf und das gleiche dann halt bergab wieder, 1 Kilometer bergab. Von der Distanz und dann wieder auslaufen. Das war das grundlegende Training. Das war einfach 4-mal. Die Vorgabe waren 12 Minuten bergauf. Genau. Und das habe ich versucht. Ich habe versucht, diesen Anstieg, weil ich muss halt dort aufhören und auf der anderen Seite wieder runter, dann in zwischen 12 und 13 Minuten auf zum Laufen. Und in der Zeit von 4 bis 5 Minuten runter zu laufen. Deswegen war dann die Herzfrequenz, weil lauf die Distanz in dieser Zeit bei dieser Herzfrequenz nach oben ist, also alle 3 Einheiten, Sachen einzuhalten, ist halt echt schwierig dann schon. Und auf was schaust du dann eher? Auf die Dauer? Auf die Herzfrequenz oder auf die Distanz? Also auf wie muss ich ja. Und deswegen haben wir gedacht, okay, ich lauf's in ungefähr der Zeit, auch wenn ich ein bisschen drüber bin von der Herzfrequenz und sage,
aber das schaffe ich auch viermal. Das hätte ich auch noch ein fünftes Mal oder ein sechstes Mal geschafft. Mhm, also das war eigentlich der Hintergrund. So gesagt, okay, es ist ein 7 von 10, aber das hätte ich auch noch zweimal gemacht oder dreimal. Ja. Ja, was für deine anaeroben Fähigkeiten spricht, ja. Also das muss man da wirklich auch mal dir zugute halten. Und ja, an dem werden wir weiterarbeiten und eben schauen, wo die Limits liegen. Ja, es ist halt auch von meiner Seite her ein Herantasten an deine Fähigkeiten, ja. Vor allem im anaeroben Bereich, weil von da kommst du ja her, das ist ja deine Leidenschaft, ja. Ballern ohne Ende. Und hilft ja nichts. Genau. Und auf der anderen Seite sollten wir auch die aerobe Schwelle eben ein bisschen versuchen, nach oben zu verschieben. Ja, und okay, dass du eben da noch mehr Ressourcen hast, die du nutzen kannst. Da ist die Frage, quasi, wenn du sagst, okay, da wollen wir dran arbeiten, hast es. Das war es jetzt mit der Grundlagenausdauer und es geht in etwas Spezifischeres rein. Und wie schaut das aus? Also was kommt jetzt da? Weil letzter sind es noch, ich weiß es nicht, wie viele Wochen haben wir jetzt noch bis zu dem Saisonhöhepunkt? Ich glaube 14 oder 15. Was passiert jetzt als nächstes? Wir haben jetzt noch, gut, sagen wir mal, gut 3 Mesozyklen vor uns. Wir haben ja auch noch einen Testwettkampf dazwischen. Was passiert jetzt noch? Wir werden jetzt versuchen, die Schwellenzeit zu verlängern, ja, dass man wirklich sagen kann, okay, im besten Fall kannst du eine Stunde bergauf laufen, ja. Das heißt, wir brauchen dann einen Anstieg, wo ich es auch durchlaufen muss, kann. Ja, okay. Wär das Optimum. Aber ansonsten macht man es halt über Intervalle. Ja. Das ist jetzt nicht die Tragik. Das zum einen, weil du sagst, Grundlage vorbei, du arbeitest das ganze Jahr an deiner Grundlage. Aber dass jetzt wirklich was Spezielleres passiert. Also bei Schwelle kann ich auch bergab laufen, weil ich muss halt schneller laufen. Sehr wurscht. Hast du nur Herzfrequenz halten? Ja, in deinem konkreten Fall, du bist ja Bergablauf-Spezialist, würde das eher gerne bergauf sehen. Ja? Verdammt! Ich hätte so gerne auf Band gehabt. Ich glaube, ich hätte bergab machen dürfen. Ja. Du darfst das sicher irgendwann bergab machen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Und was halt mit dem übernächsten Mesozyklus dann noch dazu kommt, beziehungsweise da muss man auch schauen, wann wir damit starten, ist es, dass es eben spezifischer wird. Worum geht es uns beim Ultralaufen? Es geht halt um den Umfang. Ja? Das heißt, logischerweise Doppeldeckereinheiten. Aber Umfang bei niedrigster Intensität oder Umfang an der Schwelle? Also schnell und viel oder viel das können und langsam? Das können wir uns nur überlegen. Ja, eine Möglichkeit wäre, also prinzipiell, um die nicht komplett so abzuschießen, ist es angedacht, das in Grundlagentempo zu machen. Ja. Aber wir können uns natürlich auch überlegen, dass man sagt, okay, die Samstageinheit könnte man einen progressiven Dauerlauf gestalten, ja. Und die Sonntageinheit dann zum mehr oder weniger Beine ausschütteln, dann locker. Beine ausschütteln, ultra. Ja. Schön. Wäre eine Idee. Aber wie gesagt, immer vor dem Hintergrund der Verletzungsprophylaxe muss man schauen, ob du das auch umsetzen kannst. Ja. Werden wir uns anschauen. Zusätzlich. Das versuche ich ja auch immer zu feedbacken in der ganzen Geschichte mit diesen Metriken. Genau. Wie schaut's mit meinem Fuß aus? Also wie reagiert, weil ich merke, am Ende der Woche, wenn 3-4 Einheiten hintereinander kommen, dann ist die Ferse wieder aktiver. Mhm. Dann kommt ein, zwei Tage nicht laufen, dann bin ich wieder auf Start. Und also wenn wir es so halten können, auf Dauer, passt. Ja, noch besser wäre es, wenn es komplett gut wäre. Ne? Ja, natürlich. Das ist halt. Aber das dauert halt. Mhm.
Aber das gibt mir ja schon mal eine Richtung, wo es hingeht. Das freut mich. Wenn irgendjemand zu diesem, was bisher war oder was jetzt als nächstes kommt, Fragen hat, schickt es uns der. Wir stellen das den Trainer natürlich gerne wieder. Beim nächsten Mal, quasi, dann haben wir auch die nächste Phase schon eingeläutet. Und dann werden wir auch verkünden, was bei der Auslosung rausgekommen ist am Franzosenhügel. Also wenn die Folge rauskommt, weil wir uns ein bisschen voraufzeichnen, dann werdet ihr schon wissen, ob ihr vielleicht einen Startplatz muss dem BH. Das könnte dann vielleicht das Training auch nochmal beeinflussen. Oder die Waldfee. Ja, hilft ja nichts. Gut, Flo, du noch Fragen zu dem Ganzen? Nein, ich bin glücklich. Du bist glücklich. Hervorragend. Ich bin so semi-glücklich, wenn ich mal den heutigen Tag anschaue. Aber ich sehe, am Ende dieser Woche ist wieder Crosslauf Cup. Das heißt, wegsprengen, passt. Ein Nun, Zugeständnis gut. An deine Leidenschaft. Ja. Du hattest einen schwachen Moment. Nein, ist ja ganz, ganz nützlich auch. Ich glaube auch, dass das sehr gut trainingswirksam ist auf der anderen Seite. Und das vergessen halt sehr viele gerne jede intensive Belastung, ja, ob es jetzt ein Wettkampf ist oder ein hartes Training, hat eben hinten raus für die nächsten Tage Konsequenzen. Ja. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Wenn ich unbedingt am Lindkogel einen raushauen will, dann heißt das für einen weiteren Aufbau mal kurz wieder Regeneration einleiten und schauen, wann bin ich wieder bereit für richtiges Training. Ja? Ja. Wobei, da haben wir ja mit dem Wochenzyklus, glaube ich, nicht so schlecht, haben wir es nicht so schlecht getroffen, weil Sonntag, wenn quasi Sonntag wirklich ein Wettkampf ist, ist Montag und Dienstag normalerweise der Tag ohne Laufeinheit. Das sind einmal zwei Tage lauffrei. Das haben wir also die letzten zwei, drei Wochen so gehabt. Ja, das ist korrekt. Ja. Gut, na dann sage ich danke, danke. Wir hören uns bald wieder. Für alle, die jetzt so sagen, es klingt so, als ob es mal Spaß macht, glaubt es mir, Leute, es macht mir fix keinen Spaß. Ihr braucht es nur, es auf Instagram zu verfolgen. Na, das ist nicht lustig. Also ich sehe immer lauter Smileys bei den Einheiten. Hast du schon mal versucht, diese verschiedenen Smileys auch zu interpretieren? Nein, warum soll ich das interpretieren? Alles klar. Na gut, das heißt, der Trainer kriegt irgendwann einmal eine Stunde Emoji-Nachhilfe. Und bis dahin sagen wir danke und auf Wiedersehen. Ja. Bis denn dann. Ciao. Ciao, ciao.